Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir haben mal wieder bei Feuerwehr bestellt und wir haben nicht nur ein neues Produkt, sondern auch mal was überhaupt nichts mit iPhone, iPad oder Apple zu tun hat. Und zwar den Bill. Das ist ein Gürtel, den fand ich einfach cool und hab mir den mal mitbestellt. Ist natürlich aus Feuerwehrschlauch gestaltet. Auf der Außenseite beim schwarzen Modell, das ist bei Feuerwehrprodukten immer so, haben wir quasi den Innenteil des Schlauches. Und in diesem Fall haben wir dann hier auf der Rückseite des Gürtels die Außenhaut des Feuerwehrschlauches. Allerdings, die roten und die weißen Gürtel, da ist es genau umgekehrt, die würden also wirklich dann so aussehen, wie man auch den Feuerwehrschlauch aus dem Leben kennt. Hier sogar mit ein bisschen Aufdruck. Das ist ja immer so die Besonderheit bei Feuerwehr, dass alle Produkte Unikate sind. Hier geht es aber um Apple-Produkte bei uns, deswegen kommen wir schnell zum Ron. Das ist ganz neu, dieses Teil. Ich glaube Ende letzter Woche auf den Markt gekommen, ein Sleeve fürs iPad Mini. Mit so einem kleinen Klettverschluss hier oben und wir ziehen das mal raus. Hier seht ihr nochmal die verschiedenen Farben, schwarz, rot und weiß. Und im Online-Shop, da könnt ihr jeweils sehr schön euch angucken, was es da alles für Modelle gibt und euch genau das aussuchen, was ihr haben wollt. Die unterscheiden sich ja immer anhand der ganzen Aufdrücke und ein bisschen die Farbgebung ist auch manchmal anders. Das ist also eine tolle Geschichte, weil man sich genau das aussuchen kann, was man auch bekommt. Das iPad Mini wird einfach von oben reingeschoben, zack, und kann dann hier mit dem Klettverschluss gesichert werden. Das Ganze, klar, macht das Ganze ein bisschen dicker, aber das iPad ist wirklich gut geschützt. Hier oben kann im Normalfall auch nichts drankommen. Ich hoffe, das sieht man. Könnte ein bisschen dunkel sein, aber das iPad steckt da wirklich gut drin. Als kleine Hilfe zum Rausholen dient der Klettverschluss. Da zieht man es einfach wieder dran raus und kann es dann benutzen. Also wer irgendwie sein iPad in die Tasche schmeißt oder in den Rucksack und da keine Schutzhülle hat, ist mit dem Ron wirklich gut bedient. Ist wirklich stabil, macht einen sehr wertigen Eindruck, wie man das auch von den Feuerwehrprodukten kennt. Ist halt ein Unikat, ist handgefertigt, kostet zwar 50 Euro, aber ich finde für die Qualität und für die Tatsache, dass man sich sein Design wirklich selbst aussuchen kann, ist es eine coole Sache. Schieben das iPad nochmal rein, oben verschließen, da fällt nichts raus. Da könnte ich jetzt so viel schütteln, wie ich will, der Klettverschluss, der hält. Und ich denke mal, daran könnte ich mich gewöhnen.